Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute widmen wir uns bei Mediamarkt dem Acer Predator Orion 3000 P03-620. Man sollte meinen, dass eine solche Bezeichnung einmalig ist. Nein, das ist nicht so. Ich nehme jetzt speziell den von Mediamarkt. Es gibt verschiedene dieser Systeme. Die heißen alle so, aber egal bei welchem Anbieter man guckt, die sind immer ein bisschen unterschiedlich. Ich habe jetzt den rausgesucht, weil sich das ein Zuschauer gewünscht hat. Grüße gehen raus an Thorsten Häusler an der Stelle. Und wir schauen uns dieses System einfach mal an. Also, Mediamarkt, Acer Predator Orion 3000 mit Seitenfenster, Gaming-PC mit Core i7-Prozessor, 16 GB RAM, 1024 GB SSD, GeForce RTX 3070 8 GB. 8 GB beziehen sich natürlich auf die Grafikkarte. Für 1649 Euro. Zuallererst, das System wirft so einige Fragen auf. Wir haben das Problem, dass die technischen Daten nicht so eindeutig sind. Das fängt schon hier an. Hier wird direkt bei Produktbeschreibung gesagt, Intel Core i7-10700F. Und hier steht Core i7-10700. Die tun sich preislich nicht sonderlich viel, ungefähr 5 Euro Unterschied. Das Problem an der ganzen Sache ist nur, der 10700F hat keine integrierte Grafik. Also es ist für euch jetzt nicht sonderlich wichtig. Der 10700 hat eine integrierte Grafik, da ihr aber eine Grafikkarte in dem System habt, ist das jetzt nicht allzu schwerwiegend. Jetzt ist es natürlich so, wenn die Grafikkarte mal irgendwann abraucht und ihr wollt an eure Daten rankommen, ihr habt jetzt kein zweites System, wo ihr jetzt die Festplatte anstecken könnt oder ähnliches, dann wäre eine integrierte Grafik schon schön. Wir gehen jetzt einfach mal von dem 10700 aus mit Grafik. Wir müssen hier fair bleiben. Ich werde auch gleich bei den anderen Sachen, zum Beispiel der RAM ist nicht genau spezifiziert, die SSD ist nicht spezifiziert. Wir werden von guten Sachen ausgehen. Da müssen wir jetzt halt so ein bisschen Abstriche machen, was den Preis angeht, beziehungsweise das System wird wahrscheinlich ziemlich teuer. Müssen wir mal schauen. Okay, wir starten. Intel Core i7-10700, Taktfrequenz 2,9 GHz, Turbo 4,8 GHz und ja, der Rest erklärt sich von selber. 8 Kerne, 16 Threads. Ist ungefähr gleichzusetzen mit einem Ryzen 3700X, weil die preislich ungefähr gleich liegen. Der Ryzen ist tatsächlich noch, glaube ich, 30 Euro, 20 oder 30 Euro günstiger und noch schneller. Wir haben hier mal den Vergleich, der 3700X besser als Intel Core i7, warum? Und dann steht das hier alles, das könnt ihr euch gerne alles mal durchlesen. Haltet das Video bitte dafür an, wenn ich das jetzt alles vorlese, dauert es einfach nur ziemlich lange. Hier unten habt ihr das Endergebnis 67 gegen 59 Punkte. Ich habe den 3700X genommen, weil das halt auch ein 8-Kerner ist, dann ist das ungefähr gleichgestellt von der Fairness. Und dieser Prozessor kostet bei Geizhals 286 Euro. Ja gut, also wie gesagt, der Ryzen, der wäre 20, 30 Euro günstiger. Ich brauche das für mich. Ich will jetzt kein Bashing betreiben, ich brauche das für mich als Vergleich, weil ich bei Intel nicht so involviert bin wie bei AMD. Aber den packen wir jetzt so in den Warenkorb. Zum Zocken reicht er völlig aus, ist in Ordnung. Weiter geht's. Bevor wir hier in der Liste weitergehen, hier ist das Gehäuse nicht weiter benannt, deswegen habe ich einfach mal irgendein Gehäuse genommen. Das kann man so leider nicht kaufen. Dafür nehmen wir das Kolink Observatory RGB Schwarz, das kostet 74 Euro. Ich denke, damit sind wir ganz fair gelagert soweit. Arbeitsspeicher, Arbeitsspeichertyp DDR4, ja, das ist klar. Arbeitsspeichergröße 16 GB. 2x 8 GB. Wir wissen zumindest, dass es Dual-Channel ist. Dieser Intel hat eine Spezifikation von 2933 MHz. Ich hoffe, dass die den auch verbauen. Das Problem an der ganzen Sache ist, wir haben hier vorne noch so einen Button. Wenn ich da jetzt draufklicke, bringt mir das rein gar nichts, weil er mir als RAM, SSD und HDD 64 GB für den RAM alleine angibt. Das heißt, dieses Infoblatt stimmt null. Gut, der Prozessor stimmt und die Grafikkarte auch, aber der Rest ist... Na, deswegen... Wir gehen jetzt einfach mal wirklich von der Spezifikation von Intel aus und dafür habe ich euch den Corsair Vengeance rausgesucht. Hier haben wir den Corsair Vengeance LPX Schwarz DIMM-Kit 16 GB DDR4 2933 MHz. Das ist genau das, was Intel auch vorschlägt dafür. 94,10 Euro bei Mindfactory packen wir so in den Warenkorb. Jetzt kommt der interessante Part für euch. Hier drin ist eine Nvidia GeForce RTX 3070. Welche genau steht leider auch nicht dabei, welcher Hersteller. Wir nehmen jetzt einfach mal eine relativ günstige, in Anführungsstrichen. Die sind im Moment sowieso alle viel zu teuer. Und da habe ich euch die EVGA GeForce RTX 3070 XC3 Black Gaming rausgesucht. Hat auch 8 GB Speicher. Also wie gesagt, die tun sich nicht viel. Für 1019 Euro bei XCOM. Ich kenne den Hersteller bzw. den Händler jetzt auch nicht. Egal, bei Geizhals ist er gelistet. Wird schon in Ordnung sein. Packen wir so in den Warenkorb. Die Grafikkarte ist jetzt aktuell so ein Mittelding. Es kommt natürlich noch die 3080, 3090. Bei AMD wäre es die 6800, 6900 XT. Die ist ungefähr gleichzustellen mit einer 6700 und ihr werdet in den meisten Games auch mindestens 60 FPS erreichen, je nachdem wie ihr zockt. WQHD, HD, alles auf hoch gestellt, alles auf low gestellt. Das ist dann euch überlassen, das werdet ihr dann sehen. Die ist auf jeden Fall kein Bottleneck und der Prozessor auch nicht. Das passt soweit. Kommen wir zur Festplatte. Anzahl installierter Festplatten eine. Und das ist eine SSD, PCI Express, das weiß ich, das stand irgendwo oben im Header drin. Ich habe das jetzt eben nicht mehr gefunden. Dann nehmen wir einfach wieder die Crucial P1, die kennt ihr ja schon. Hier haben wir also auch schon
Crucial P1 SSD 1 TB, M.2 ist eine PCI Express-Karte. Ich glaube nicht, dass die Samsung da reinknallen werden. Da gehe ich mal ganz stark von aus. Kostet 93,90 Euro bei Clevo Computer, packen wir auch so in den Warenkorb. Ja, jetzt ist wieder diese schwammige Formulierung. Mainboard, Chipsatz, Intel H470 Express Chipsatz. Ja, von den Boards gibt es eine ganze Menge von einer ganzen Menge Herstellern. Ich habe jetzt ein etwas teureres genommen. Wir nehmen jetzt allgemein bessere Komponenten. Wir nehmen beim RAM den Corsair Vengeance, also jetzt nicht irgendwie so ein No-Name-Ding oder ähnliches. Bei dem Board kann ich euch leider nicht sagen, was da drin ist. Es wird vielleicht ein Acer-Board sein. Ich weiß nicht, ob die H470 in ihrer Liste drin haben. Deswegen nehmen wir jetzt ein Gigabyte H470 HD3, kostet 112,83 Euro bei Amazon. Ich kann euch jetzt natürlich die Anschlüsse erläutern. Wenn ihr aber Pech habt, habt ihr ein Board da drin, was nur zwei RAM-Slots hat und da hier unten keine Erweiterung oder es ist Mini-ATX. Es steht alles nicht dabei, leider. Wir nehmen jetzt einfach das. Ich würde euch jetzt gerne alles aufschlüsseln, aber geht leider nicht. Des Weiteren muss ich dazu sagen, H470 ist so im mittleren Bereich angelehnt. Es gibt noch Q470, Z490, W480. Da kommt noch eine ganze Menge hinterher. Die hätten auch ein Board aus der 500er Serie nehmen können. Also das ist wirklich schon, ja, nicht Resteverwertung, aber es hätte besser sein können, das Board. Aber dann hätten sie wahrscheinlich auch dabei geschrieben, welcher Hersteller es ist und um welches Board es sich genau handelt. So lassen sie sich natürlich die Option offen. Du kriegst den und den Chipsatz, aber es können unterschiedliche Hersteller sein. Finde ich persönlich immer ein bisschen problematisch. Ja, optisches Laufwerk, klar, haben wir nicht. Ist bei den meisten Rechnern halt so, finde ich jetzt auch nicht schlimm, das ist schon in Ordnung so. Bluetooth gibt es für euch nicht, Anschlüsse, das sind halt die Anschlüsse der Grafikkarte und des Mainboards. Natürlich hätte ich über die Anschlüsse mehr oder weniger das Board herausfinden können, ist jetzt aber gehopst wie gesprungen, das macht den Braten nicht fett. WLAN hat dieses Gerät tatsächlich und tatsächlich auch AX, AC, ABGN. Es gibt ja auch Rechner da draußen, die nur BGN unterstützen und da ist schon wirklich Resteverwertung. Das hier ist ein moderner Chip, werden sie aber über eine PCI Express Karte realisiert haben. Das wird nicht über das Mainboard laufen, das stand hier auch irgendwo nochmal bei. Ich weiß gar nicht, wo ich diese ganzen Infos noch her hatte. Ich bin über mehrere Seiten gegangen, um zu gucken, was da so drin ist. Da habe ich euch den Intel Wi-Fi 6E AX210 rausgesucht. Das hat halt auch ABGN, ACAX, das ist dieser Chip, der halt auch aufs Board kommt. Deswegen gehe ich auch ganz stark davon aus, dass das Mainboard zwei M.2 Steckplätze hat, weil dieser Chip halt da rein muss und die Festplatte. Kostet 10,79 Euro bei Mindfactory, ist normalerweise auch eher so für Notebooks gedacht, aber kann natürlich auch in einem normalen Rechner verwendet werden. Packen wir so in den Warenkorb. Dazu bekommen wir noch Windows 10 Home 64-Bit. Ja gut, wisst ihr ja schon, so um die 30 Euro. Hier haben wir es auch schon, 26,94 Euro. Packen wir so in den Warenkorb. Hätte ruhig Professional sein können. Macht für euch jetzt keinen großen Unterschied. Das ist mehr so für die professionelleren Anwender. Home reicht zum Zocken auch völlig aus. Zur Not könnt ihr auch upgraden, kein Problem. Kein Kartenleser, keine Webcam, ja wie auch. Leistung Netzteil 500 Watt. Finde ich persönlich für eine 3070 mit einem 10700er Intel ein bisschen wenig. Also 500 Watt, das ist schon, man muss immer differenzieren, ist das Dauerleistung oder Spitzenleistung? Weil es gibt den Fall, das habe ich auch schon öfters in den Videos gesagt, habe ich beim Kollegen von mir erlebt, der hat Assassin's Creed gespielt und beim Laden des Spiels hat die Grafikkarte mit einem Satz so viel Leistung gezogen, das hat das Netzteil nicht ausgehalten, war glaube ich auch 500 oder 600 Watt, irgendwie sowas um den Dreh und da ist der Rechner einfach ausgegangen. Und keiner wusste genau, woran es lag. Und dann bin ich irgendwann drauf gekommen, pass auf, du brauchst ein besseres Netzteil. Hat er 700 Watt von mir gekriegt oder 750, irgendwie sowas. Und dann lief das auch. Also 500? Ich hoffe, es ist wirklich Dauerlast. Dann nehmen wir wie immer das Be Quiet System Power 9 500 Watt. Die können auch irgendeinen China-Böller verbauen. Was ich bei Acer jetzt nicht unbedingt glaube. Aber mir hätten 600 Watt Minimum besser gefallen, tatsächlich. Packen wir für 40,81 Euro so in den Warenkorb. Wie gesagt, wir nehmen nur Markenkomponenten aktuell. Ja, jetzt habe ich es tatsächlich wieder gefunden. Hier steht, dass es eine PCI Express SSD ist, was ich eben gemeint hatte. Das stand ja oben nicht mit dabei. Ja, der Rest sind normale technische Angaben. Dann haben wir auch schon das Endergebnis. Gehen wir nochmal die Liste durch. Hier ist die Festplatte. Hier ist der Prozessor mit Lüfter. Der ist ganz normal Stock. Da sie keinen extra angegeben haben, werde ich auch keinen weiteren hinzufügen. Der ist ja hier schon mit dabei. Der Corsair Vengeance RAM mit dem passenden Taktung. Ich hatte auch irgendwo gelesen, dass die 2633 verbauen könnten. Wir nehmen jetzt aber, wie gesagt, den besseren. Von daher... Hier haben wir die Grafikkarte, das Board, der WLAN-Chip, das Gehäuse. Da könnt ihr jedes x-beliebige Gehäuse nehmen. Ich habe es jetzt einfach nur genommen, es kostet 75 Euro, das ist realistisch. 30 hätte jeder wieder gesagt, ey, das ist auch viel zu günstig, das Gehäuse ist besser. Ja gut, nehmen wir das, ja kein Problem. Netzteil und Windows 10 und da kommen wir auf 1700,58 €. Das System soll kosten 1650. Ja, das ist jetzt für mich persönlich sehr schwierig. Ich komme da jetzt nicht so auf einen Nenner. Ich habe zu wenig technische Daten. Auch dieses Produktblatt, was hier verfügbar ist, das ist mehr ein Werbeflyer als alles andere.
Da wird ein bisschen gezeigt, wie er leuchten kann, weil das ja ganz besonders wichtig ist. Gut, die Anschlüsse werden noch gezeigt, aber es bringt mir halt keine richtigen technischen Daten. Ja, hier steht der Prozessor, das ist einfach. Preislich gesehen in Ordnung. Ja, ich habe jetzt qualitativ hochwertige Sachen genommen. Ich sage es immer wieder. Es kann sein, dass sie euch den letzten Ramsch da reinbauen. Ich kann es euch nicht genau sagen. Das Problem ist auch, ich wollte halt hergehen. Du gibst diese Nummer hier ein, P03620, und findest x verschiedene Systeme. Du kannst nicht mal mehr hergehen in dem Fall und dann sagen: Pass auf, ich gucke auf der Seite von Acer direkt oder ich gucke jetzt bei Otto oder ich gucke bei, wo auch immer, Entschuldigung, bei Amazon. Und ich kriege immer nur verschiedene Daten. Das ist ganz schlecht. Also. Empfehlen direkt würde ich euch nicht. Die Konfiguration ist okay. Ihr werdet damit eure Spiele zocken können. Wahrscheinlich sogar in WQHD wegen der Grafikkarte mit 60 FPS Minimum. Das wird auch nicht das Problem sein. Der Prozessor ist auch okay. Aber alles drumherum. Nee, lieber nicht. Lasst die Finger davon. Ist jetzt auch meine persönliche Meinung. Wenn sich das System jetzt jemand kauft von meinen Zuschauern und die schreiben dann in die Kommentare: Pass auf, da ist das, 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 das drin. Kann ich darüber gerne nochmal ein Video machen? Ich würde es jetzt direkt so nicht empfehlen, aber. Ja, es ist jetzt gerade echt schwer, ne, muss ich echt sagen. Also abzocken tun sie euch damit nicht, was den Preis angeht. Wenn ihr den wiederverkaufen wollt, dann irgendwann, da kriegt ihr noch gut Kohle für. Aber die technischen Daten reichen mir einfach nicht. Kurz und knackig. Jetzt komme ich noch zu einem Thema. Es wird sich gewünscht, dass ich den 1600-Euro-PC von Kreativecke mal auseinandernehme. Jetzt haben wir folgende Situation. Wir haben ein Video dazu von ihm natürlich. Und wir haben das System an sich auf der Webseite. Ich möchte euch als Community mal fragen, wie möchtet ihr das haben? Ich kann auf das Video reagieren und da meine Meinung zu sagen. Ich kann auch einfach ganz normal die Hardware wie immer auseinandernehmen, ist ja auch kein Problem. Oder wir machen beides in einem Video, dass ich quasi mir erst das Video anschaue, meine entsprechende Reaction darauf abgebe und dann hinterher die Hardware zusammenstelle und euch dann sage, was ich davon halte. Was meint ihr? Soll ich Reaction? Soll ich Hardware oder beides zusammen in einem Video? Wie ihr möchtet. Ihr könnt das entscheiden. Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.